Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Ja, in der letzten Folge haben wir Harley Quinn eingebuchtet und wir machen uns jetzt auf den Weg zu den botanischen Gärten. Ich habe das Gefühl, dass wir dort, wie hieß sie nochmal, Poison Ivy treffen werden. Ich meine, botanische Gärten, ne, und so, und naja. Fingerabdruck, Harley Quinn. Bitte, bitte, bitte. Geht hier eigentlich nur so hier raus, ne? Oder? Muss ich woanders hin? Ja, da ist auf jeden Fall nochmal so ein Irrer. Ich komme auch da rein. Ach, jetzt weiß ich gar nicht, wo lang ich gehen muss. Bewusstlos. Harley Quinn an die Fingerabdrucksuche. Ja, Fingerabdrucksuche kann ja dann nur, wenn ich hier reingehe. Genau, hier. Eine Karte hilft immer denen, die nicht weiter wissen. Genau, hier müssten ja jetzt ihre Fingerabdrücke drin. Nö. Okay, ich muss nach oben. Ja, das war das Letzte, was wir von Sarah gehört haben. Okay, gut. Dann müssen wir definitiv wieder zurück. Ach ja, heul weiter rum. Gegner geordnet. Ach, das ist der da. Hä? War der nicht schon da oben? Hatten die nicht. Nein. Harley war nur zum Aufwärmen da, Bats. Und um fair zu dieser kleinen Gaunerin zu sein, sie hat ihre Sache ganz gut gemacht. Eine glatte 2. Unter uns. Ich will eine 1 bekommen. Ich muss nur noch ein paar Chemikalien mischen. Und dann erschaffe ich meine ganz persönliche Armee. Ja. Hier kommt jetzt einer. Nee, doch nicht. Ah!
Hier kommt gar keiner. Ich weiß nicht, ob ich das Glück nennen soll oder... Oh, diese Gebisse gehen mir so auf den Sack, ne? Ich glaube zumindest, dass das richtig war. Ah ja, da kriegen wir auch schon Besuch. Nee, das ist hier... wo die Tür immer noch verschlossen ist. Ach, wie komme ich denn jetzt dahin? Ah, da, 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 da. Wir können das Belüftungssystem nicht zum Laufen bringen, Batman. Der Raum ist noch voll mit dem Gas dieses Verrückten. Und ich kann das echt nicht abschalten? So lächerlich. Aber jetzt müsste es doch eigentlich gehen. Haha. Genau. Geht doch. Na, da kam ich nur zu so einer Trophäe hin. Tür verschlossen, trotz alledem. Okay. Ich glaube, das war auch das Falsche, was ich gerade gemacht habe. Ach, ich weiß nicht. Woher hat er das Gas? Sowas habe ich noch nie gesehen. Oh. Guck mal einer an. Nee, ich brauche das, genau. Jetzt muss ich mich irgendwie rüberschwingen, oder? Mit Gas ist ja jetzt Kacke, ne? Aber hier gibt es nichts zum Schwingen. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich jetzt gleich direkt tot bin. Ja. Viel hat das jetzt auch nicht gebracht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe auch allgemein ein Problem. Ich weiß auch an sich gar nicht mehr, wie ich hier wieder zurückkomme. Ach nee. Rufen wir mal die gute alte Karte auf. So. Aha. Ich bin ja komplett falsch. Ich will hier hin. Ah, da bin ich falsch abgebogen gerade. Ach, guck mal. Ach, ich bin falsch abgebogen. Ah, ja, ja. Falsch abgebogen. Kann passieren.
Genau. Hier rein. Okay. Ich sollte dringend wieder hier das Ding anhaben. War ich hier nicht schon mal? Wir sind wieder in Gotham Bay mit unserem Reporter Jack Ryder. Jack, wir sehen, dass der Zugang zur Insel abgeriegelt wurde. Staats- und Bundespolizei besetzen die Checkpunkte. Das stimmt. Die Insel ist wirksam vom Festland abgeschnitten. Nichts kommt an oder geht ab. Erste Meldungen, die besagen, dass Batman sich auf der Insel befindet, scheinen bestätigt zu werden. Auch Zeugenberichten zufolge hat der Joker nach dem Vorfall im Büro des Bürgermeisters zurück nach Arkham gebracht. Es gibt unbestätigte Berichte, dass Batman während Jokers gewagtem Ausbruch getötet wurde. Aber ich betone nochmals, das ist bisher unbestätigt. Wir melden uns bei neuen Informationen. Zurück ins Studio. Ich muss ihn töten. Mehr darüber in Kürze. Hurala, was war nett? Aber es sieht so aus, als ob Batman bei einem Ausbruchsversuch getötet wurde. Bleiben Sie bei uns, um die neuesten Nachrichten zu erhalten. Jetzt zurück zum regulären Programm. Also getötet worden bin ich definitiv nicht. Ich komme hier nicht rein, ey. Das ist ja witzig. Hä? Ach, durch die Duschen. Mensch, das schreckt mich doch nicht so, ey. Der sitzt da unten? Na? Ich könnte auch nach unten gehen, das ist ja witzig. Na gut, will ich ja nicht. Ich will ja nach draußen. Ach, wie war das denn nochmal mit dem Anschleichen? Guten Abend, Bewohner der Anstalt von Arkham. Einige unserer verrückteren Gäste haben die Party schon früh ausufern lassen. Und wenn ich verrückt sage, meine ich Psycho. Eine Warnung. Wenn einer einen sabbernden Verrückten sieht, der den Mond anhält, dann tut eure Bürger nicht weh. Schreckt den Arm um sie, zeigt ihnen, dass ihr nicht umhat, bevor ihr ihnen den Hals umdreht. Und dann bewegt eure faulen Hintern in die Gang. Ich bereite eine kleine Überraschung vor und will nicht gestört werden. Verstanden? Ach du Scheiße, habe ich mich gerade erschrocken, ey. Komm hier nicht weg. Hab ich mich gerade erschrocken. So, von wo muss ich denn jetzt? Ich muss jetzt, ach mein Gott. Wieder da durch. Also ich muss jetzt, ja, da muss ich nach da. Also ich muss jetzt nach links. Egal, was ich tue, ich muss auf jeden Fall nach links. Also da lang. Sieht für mich sehr simpel aus. Ich könnte auch da lang, nach links. Guck mal einer an. Das geht auch. Wo kommen diese Dinger her? Die sind hier über... Oh je. Ach du Scheiße! Sehnen Sie sich nach dem kraftvollen Körper, den nur ich Ihnen geben kann. Fuck. Ein Körper, der gerade
geradezu mit der Kraft eines Gottes pulsieren. Ja? Dann ist heute Ihr Glückstag! Schreiben Sie sich heute in mein Titanenprogramm ein. Und ich, Joker, Herr über Arkham Island, programmieren fühlen, der Sie nie mehr peinlich berührt, wenn Sie sich ungeschickt verhalten. Nie wieder Probleme beim Dosenöffnen. Und wissen Sie, was das Beste ist? Jedem Probepäckchen Titan liegt eine persönliche Garantie bei, an der Ziehung teilzunehmen. Wer zu den Ersten gehört, ist nicht gemeint. Obwohl die wie Zombies wirken, ne? Finde ich die überhaupt nicht unheimlich. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, dieses Horrorszenario an sich fehlt. Okay, lass mal gucken. So, ich muss jetzt da noch durch. Da definitiv nicht. Ich muss da durch. Ja, toll. Was kommt hier drüber? Was ist denn hier los, ey? Oh Gott. Geschichten von Mutationen und monströsen Nebenwirkungen gehört. Aber keine Sorge, die kommen nicht häufig vor. Okay, hier bin ich schon mal durch. Ich könnte ja rein theoretisch auch alle umbringen, aber ich glaube nicht, dass ich das packen würde, weil die sind ja auch wesentlich schneller, ne? Oh, guck mal, 3 Stück da. Eieieiei. Und ob ich das so schnell hinkriege, ich weiß ja nicht. Ich weiß nur, dass ich da durch muss. Oh Gott. Was war das denn jetzt von mir? Ach ja, die Bullen. Was soll ich die mal runterlassen? Ey, die tun mir da oben voll leid. Ich weiß zwar nicht, ob das viel bringt. Das sieht auf jeden Fall hübscher aus. Au. Oh. Mein Radar zeigt sich was an. Hey. Leicht. Sogar ein Blinder wäre darauf gestoßen. Okay, ich bin direkt an den botanischen Gärten. Ich muss da nur noch rein. Das heißt, ich bin direkt da. Okay, da direkt so rein, so, ja. Würde ich hinkriegen. Lass mich mal gucken, was haben wir denn hier? Ach ja, ich mache jetzt einfach. Okay. Erste Hinweise. Ich sollte Harley Quinns Spur aufnehmen. Ich darf bei der Suche nach der Titan-Produktionsstätte keine Zeit verschwenden. Okay, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Das ist makaber. Wir sind 2 mit einer Waffe. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Joker plant etwas, Mann. Ja, und das riecht nicht gut. Er glaubt, er ist Gott oder sowas. So mit menschlichen Körpern umzugehen. Wenn er das bei mir macht, kündige ich. Ich auch. Dieser Ort ist schon ohne rumirrende Monster gruselig genug.
Oh, das war falsch. War aber dennoch richtig. Immer wieder bemerkenswert, wie ich sowas hinkriege. Wobei ich dann immer denke, oh, das könnte jetzt aber falsch gewesen sein. Oh, fuck. Ist das normal, dass ich hier so auf dem Präsentierteller stehe? Hui. Du Scheiße. Einmal kurz umgucken. Oh, die sind alle bewaffnet. Alle. Also, selbes Prinzip wie immer. Na, Scheiße, jetzt ist er weg. Kommst du denn hier drunter? Hey, geh von mir runter! Ah! Ich nehme die Tür. Okay. Helft mir! Ich werde dich los, nachdem ich die Fledermaus kalt gemacht habe. Was machen wir jetzt? Seid still und sucht weiter. Wir kommen zurück, wenn die Fledermaus tot ist. Aha. Also, ich gebe dir Deckung. Jetzt kann ich das jetzt... Ach, jetzt kann ich das bei keinem machen. Weil die... Hey, geh von mir runter! Helf mir! Sei still, ich komm zu... Kann nicht atmen! Wie macht er das nur immer? Was ist hier los? Lass den, wir haben größere Probleme. Findet die Fledermaus! Er hat zwei von euch ausgeschaltet! Findet ihn! Ich komm mit dir! Ja, komm! Flipp nicht aus, wir können das schaffen! Na los, lauf doch mal ein bisschen rum. Ist hier oben überhaupt noch einer auf der Etage? Nö! Alle unten. Ich finde dich, hast du gehört? Ich habe es vernommen. Aha. Er ist ein Nichts. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er existiert. Ich meine, ich habe in meinem Leben nur Leute in Lust gesehen. Aber wer weiß? Er zwingt mich, ich könnte Batman sein. Ich habe nicht gesehen, wo er hin ist. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Das ist ja auch der Plan. Boom! Schon wieder hat's einen erwischt. Du hast Joker gehört. Er bewegt sich über uns in der Luft. Er könnte von überall kommen. Batman ist weg. Ich habe ihn verloren. Der Nächste. Mann am Boot! Geh von mir weg! Geh weg! Wo ist der hin? Noch einer. Und der Letzte. Wirklich? Er hat euch alle besiegt? Wieder mal? Gewinnt man gegen ihn nur mit einer Monster-Armee? Wo muss ich denn jetzt lang? Toll, steht da nicht. Falscher. Patientengespräch Pamela Lillian Eisley, 12. November, 11.33 Uhr. Guten Morgen, Pamela. Wie geht es dir heute? Danke. Heute ist
ist ein besonderer Tag. Was meinst du damit? Heute ist der Jahrestag meines neuen Lebens, als ich mein wahres Ich, meine Bestimmung gefunden habe. Beziehst du dich auf das Ereignis mit Dr. Woodrow? Ja, was sonst? Natürlich, damals dachte ich, Jason hätte mich vergiftet, aber wenn ich zurückschaue, hat er mir einen großen Gefallen getan. Und wieso glaubst du, das, was er getan hat, hätte dir geholfen? Er hat mir eine größere Welt gezeigt. Eine Welt, die ich beschützen muss. Natürlich wurde mein erstes Angebot zurückgewiesen. Angebot? Du hast versucht, jeden in Gotham zu töten? Manchmal muss man große Schritte im Leben machen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Habe ich nicht gesagt, wir kriegen es mit Poison Ivy zu tun. Ich glaube, man sollte doch den Finger abdrücken. Halt, bitte. Ich bin nicht wichtig. Ich kann dir nicht helfen. Dein Glück, dass der Boss nicht will, dass wir zu hart zu dir sind. Er hat gesagt, du wärst der perfekte Köder. Verstehe ich nicht. Du bist doch nichts Besonderes. Wer soll dich retten? Ja, und nur für den Fall, dass es jemand versuchen will. Wir sind bereit und warten. Aber Batman wird euch aufhalten, das wisst ihr. Die Fledermaus. Ich habe keine Angst vor ihr. Siehst du Higo da drüben? Er liebt Messer. Ach komm. Er ist hier! Ach nee. Wow. Du schlägst wie ein Mädchen. Ihr Depp macht keine Chance. Du bist tot, Batman! Oh, der tat weh. Lass nicht zu, dass er dich schlägt, du Idiot! Mach's nicht fertig, Batman! Du meine Güte! Schneidest du mich bald? Danke. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Solche Typen verspeise ich zum Frühstück. Was haben sie hier drin gemacht? Die, die mich nicht geschlagen haben, gingen darüber und hantierten an der Stromsteuerung rum. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Oh nee. Nein, 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 nein. Sieht aus, als hätte Joker diese Kontrolleinheit vermint. Das wird härter als vorher, aber dieses Risiko muss ich eingehen. Okay. Hä? Ach, das sind drei. Es explodiert. Fuck. Hallo? Was denn jetzt? Ist aber auch ein bisschen schwer, ne? So. Ich weiß zwar nicht. Ich bleib hier. Jokers Männer versuchen sicher, den Generator zurückzuerobern. Oh. Patientengespräch Pamela Lillian Isley, 14. November, 10.21 Uhr. Hallo Pamela.
Heute will ich auf etwas zurückkommen, was du in unserem letzten Gespräch gesagt hattest. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Du sagtest, dein erstes Angebot, Gotham zu helfen, wurde zurückgewiesen. Wie kommst du darauf? Was meinen Sie? Du hast tausende gefährlicher Sporen in Gotham freigelassen, hunderte Menschen getötet. Wie soll das jemandem helfen? Körper interessieren mich nicht, Doktor. Diese schrecklichen Fleischsäcke, die rumlaufen und meine armen Babys mit ihrer Gier und Arroganz zerstören. Aber bist du nicht auch einer dieser Fleischsäcke? Du warst auch eine Ärztin. Wie kannst du uns im Stich lassen? Das passiert einfach so. Aber dich lasse ich nicht im Stich, Steven. Du bist anders. Mit dir fühle ich mich verbunden. Wirklich? Stimmt das? Natürlich. Lief da was? Naja gut, meine Lieben, ich muss Schluss machen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. We're not at the range, oh no.